Black Panther gehört zu den interessantesten Superhelden im Marvel-Universum, was nicht nur an der Vielzahl seiner Kräfte liegt, sondern auch am Königreich Wakanda. Black Panther ist der erste Superheld afrikanischer Abstammung mit Superkräften in amerikanischen Mainstream-Comics. Noch vor Blade 1973, Luke Cage 1972, The Falcon 1969 und auch noch vor DC's Green Lantern John Stewart 1971. Black Panther debütierte 1966 in Fantastic Four 52, erschaffen von den beiden Comic-Legenden Stan Lee und Jack Kirby. Schauen wir uns doch als allererstes seinen Debütauftritt an. Die Fantastic Four erhält von der Nation Wakanda ein Fluggerät als Teil einer Einladung, das mysteriöse afrikanische Land Wakanda zu besuchen. Fasziniert von der neuartigen Technologie, die ihm geboten wird, stimmt Mr. Fantastic zu. Als sie das Schiff landen, sind sie überrascht, sich in einem riesigen mechanischen Wald wiederzufinden. Als sie das Schiff verlassen, werden sie plötzlich vom Black Panther angegriffen. Die Gruppe teilt sich auf und stellt sich verschiedenen Fallen, wakandianischen Wachen und dem Black Panther selbst. Jedes Fantastic Four-Mitglied für sich alleine ist dem Black Panther nicht gewachsen, aber gemeinsam als Gruppe konnten sie ihn überwältigen. Black Panther stellt seine Feindseligkeit ab und enthüllt seine Identität als T'Challa, der Prinz und spätere König von Wakanda, der die sagenumwobenen Fähigkeiten der Fantastic Four auf die Probe stellen wollte. In Ausgabe 53 erfahren wir mehr über Wakanda. T'Challa erklärt, dass die Nation Wakanda einzigartig ist, da sie die Heimat eines seltenen Metalls mit dem Namen Vibranium ist. Sein Vater, König T'Chaka, versuchte so wie viele andere Black Panther vor ihm sein Land und das Vibranium vor der Außenwelt zu schützen. Eines Tages entdeckte der Abenteurer Ulysses Claw das Vibranium und wollte es für seine Zwecke nutzen, tödliche Waffen herzustellen. Dabei tötete er auch T'Chaka. T'Challa stahl eine Waffe von ihnen und zerstörte aus Rache die gesamte Basis von Claws Leuten und dabei zertrümmerte er auch eine Hand von Ulysses Claw. Jahre später tauchte er wieder auf und T'Challa brauchte diesmal die Unterstützung der Fantastic Four. Mit einem Soundgerät, was er erfand, konnte er die verschiedensten Tiere und Gestalten hervorrufen, die den Helden das Leben schwer machten. Während der Schlacht wird Claws Basis zwar zerstört, allerdings konnte er überleben und auch sein Soundgerät blieb ganz. Er kriecht selbst in das Gerät in der Hoffnung, die nötige Kraft zu erlangen, um den Black Panther ein für alle Mal zu vernichten. In Ausgabe 56 kam er dann wieder als ein Wesen aus lebendigem Sound bzw. Klang, wo er dann von der Fantastic Four besiegt wurde. Black Panther hatte dann aber auch den ein oder anderen Gastauftritt in der Captain America Serie. Kurze Zeit später reiste er dann von Wakanda nach New York City, um sich 1968 in The Avengers Ausgabe 52 den Avengers anzuschließen. 3 Jahre später gab es dann auch in Ausgabe 87 eine genauere Origin bzw. wie T'Challa zum Black Panther geworden ist. In der Avengers Mansion stellten die anderen Avengers fest, dass T'Challa etwas bedrückt und so erzählte er ihnen seine Herkunftsgeschichte, angefangen natürlich mit seiner Kindheit als Prinz und Sohn des Königs T'Chaka bis hin zum Angriff auf Wakanda durch Claw und Tod seines Vaters, seines Königs. Der junge T'Challa schwor sich, seinen Vater eines Tages zu rächen. Zuflucht fand er bei seinem Kindheitsfreund B'Tumba und dessen Vater N'Batsa, der nach T'Chakas Tod Wakanda regierte, bis T'Challa bereit war, selbst der Regent zu werden. Er schickte die beiden Jungs als Ausbildung auf die verschiedensten Schulen in Europa und Amerika, wo die beiden immer miteinander konkurrierten. Dabei überschattete T'Challa seinen Kindheitsfreund und ging stets als Sieger hervor. Nach ihrer Schulzeit ging B'Tumba seinen eigenen Weg, während T'Challa nach Wakanda zurückkehrte, um der nächste Black Panther zu werden. N'Batsa, der von T'Challa auch mal Onkel genannt wird, muss einige Tests bestehen. Der erste besteht darin, gegen die besten Krieger Wakandas zu kämpfen. Als zweites musste er eine Nacht im Tempel des Panthergottes überstehen. Dort bekam er auch sein Black Panther Kostüm. Seine dritte Mission bestand darin, ein seltenes, herzförmiges Kraut zu finden, das in der Wildnis wächst und T'Challa
große Macht verleihen würde. Auf der Suche nach dem Kraut stößt er allerdings auf die Schurkengruppierung AIM, die versuchten, das Vibranium zu stehlen, um Geräte zu bauen, mit denen sie die Erde vom Weltraum aus kontrollieren können. Ein Mitglied von AIM ist B'Tumba. Ihm wird auch befohlen, T'Challa zu exekutieren. Allerdings stellt er fest, dass er es einfach nicht kann, befreit Black Panther und kämpft mit seinem alten Freund gegen die AIM-Soldaten. Während des Kampfes wird B'Tumba tödlich verletzt, er entschuldigt sich bei T'Challa, bevor er stirbt. Seinen Avengers-Freunden erzählte er, dass er an diese Geschichte denken muss, weil er die Nachricht bekommen hatte, dass N'Baza gestorben war und er sich jetzt entscheiden muss, nach Wakanda zurückzukehren, um zu regieren oder seinen Titel für immer aufzugeben, entschied sich natürlich für sein Land. Seine ersten eigenständigen Geschichten bekam er dann in der Jungle Action Serie aus dem Jahre 1973. Dort ist auch der ein oder andere bekannte Black Panther Charakter erschienen, wie zum Beispiel M'Baku oder auch Killmonger, der in Ausgabe 6 sein Debüt feierte. 1977 entschloss sich Marvel dann dazu, die erste Black Panther Serie zu starten, die bis 1979 insgesamt auf 15 Ausgaben kam. Geschrieben und gezeichnet wurden die ersten 12 Ausgaben vom Schöpfer Jack Kirby, der Black Panther dann den Rücken zukehrte, um an neuen Charakteren zu arbeiten. 1988 startete dann die zweite Black Panther Serie, die allerdings nach 4 Ausgaben auch schon wieder gecancelt wurde. Die krüppligen Zeichnungen waren sicherlich einer der Gründe. 1998 versuchte man es erneut mit einer Black Panther Solo-Serie, diesmal auch ziemlich erfolgreich. Die Serie lief bis 2003 und kam auf insgesamt 62 Ausgaben und Black Panther wurde in dieser Serie allein optisch zu einem Badass. T'Challa kämpfte in einem spirituellen Kampf gegen Killmonger und wurde dabei fast getötet. Anstatt seines Lebens verlor er nur seinen Titel als Black Panther. Von Moon Knight und Brother Voodoo wurde er dann schließlich wieder gesund gepflegt. Killmongers Ziel, der neue Black Panther zu werden, stand nun nichts mehr im Wege. Er ist auch direkt mal mit Deadpool aneinander geraten. Was ihm allerdings noch zur Macht des Black Panthers fehlte, war das herzförmige Kraut. Als er es jedoch zu sich nahm, fiel er ins Koma. T'Challa forderte daher nur widerwillig den Titel des Black Panthers zurück. Mal abgesehen von seiner Rivalität mit Killmonger ist ein weiterer Charakter in T'Challas Geschichte zu erwähnen, nämlich Storm von den X-Men. Aurora Monroe begleitet T'Challa schon ziemlich lange und kommt immer mal wieder in den Black Panther Geschichten vor, bis er ihr schließlich in der vierten Black Panther Serie, die 2005 startete, einen Heiratsantrag machte. Storm nahm den Antrag auch an. Es gab natürlich eine große wakandianische Hochzeitszeremonie, wo auch viele andere Superhelden am Start waren und komischerweise wurde diese Hochzeit auch nicht von einem Superschurken gecrashed. Nach ihren Flitterwochen und wakandianischen Pflichten traten sie auch der Fantastic vorbei. Reed und Sue Richards beschlossen, eine kleine Pause einzulegen. Die vierte Black Panther Serie kam zwischen 2005 und 2008 auf 41 Ausgaben. Und die nächste ließ nicht lange auf sich warten. 2009 startete die fünfte Black Panther Serie und diesmal war Shuri, T'Chakas Tochter und Schwester von T'Challa, der neue Black Panther. Als T'Challa von Dr. Doom ins Koma versetzt wurde, wird Shuri daraufhin ausgebildet, der nächste Black Panther zu werden. Sie absolvierte ein Training und es gelang ihr, das mysteriöse Herzkraut zu sammeln. Da sie von königlichem Blut ist, akzeptierte auch das Panther-Totem sie als neuen Black Panther und sie sieht designtechnisch auch schon ziemlich fresh aus. T'Challa und Storm befanden sich währenddessen im Reich der Toten. Nach einem echt spannenden Kampf zwischen Shuri und Morlun schafft sie es, Morlun ebenfalls ins Reich der Toten zu schicken. Der Tod hatte dadurch kein Interesse mehr an T'Challa oder Storm und beide konnten dem Todesreich entkommen. Aber T'Challa war nicht mehr derselbe. Nach Dr. Dooms Angriff verlor er immer mehr seine Kräfte, seine verbesserten Attribute, die ihm durch das Panther-Totem verliehen wurden. Während Shuri weiterhin als Black Panther agierte, suchte T'Challa einen Weg zur alten Stärke zurückzukehren und ließ sich auf den Zauberer Zawawari ein. Seitdem hatte er einen anderen Pakt mit einer anderen unbekannten Panther-Gottheit geschlossen, wodurch er seine Attribute auf ein noch höheres Level brachte. Durch eine Beschwörungsformel, die auf seinem Körper gelegt wurde, erlang er auch Widerstandsfähigkeit gegen die meisten magischen und mystischen Angriffe. Nach Daredevil 512 folgte mit Ausgabe 513
Black Panther – The Man Without Fear. T'Challa bekam ein Angebot von Matt Murdock aka Daredevil als Beschützer von Hell's Kitchen zu agieren. Da T'Challa sich in einer Selbstfindungsphase befand und alleine agieren wollte, nahm er Murdocks Angebot an. Nach einiger Zeit in Hell's Kitchen kehrte er dann schließlich wieder nach Wakanda zurück. Dort begannen wenige Zeit später Angriffe von untoten Soldaten aus einer Stadt unterhalb Wakandas namens Necropolis. Reed Richards begleitet T'Challa hinunter in die Stadt der Toten, in der alle Black Panther ihre letzte Ruhe gefunden haben. Sie trafen auf Bastet, den Panthergott. T'Challa sagte, dass er gerne wieder Black Panther sein möchte, allerdings Shuri in keinster Weise schaden möchte, also kein spiritueller 1 gegen 1 Kampf. Bastet zeigte ihm eine Vision von Wakanda, das überflutet wurde, und sagte ihm, dass die katastrophale Zerstörung Wakandas nur ein Vorspiel zu etwas Schlimmerem sei und er für seine Nation König werden musste. Er erlangte die Macht und das Wissen aller früheren Black Panthers, um ein König der Könige, Bastet Champions, Bastets Black Panther zu werden. Er herrschte über Necropolis und wurde der König der Toten. Wenige Jahre später, 2016, startete dann bereits die 6. Black Panther Serie. Nach 18 Ausgaben und der Rückkehr von T'Challa auf den wakandianischen Thron änderte Marvel die Nummerierung. Die nächste Ausgabe war dann Ausgabe 166, was bedeutet, alle vorherigen Ausgaben wurden quasi zusammen addiert. Das Witzige daran ist, dass Marvel nach Ausgabe 172 2018 eine neue, die nun insgesamt 7. Black Panther Serie startete, natürlich mit einer neuen Nummer 1, die bis 2021 auf 25 Ausgaben kam, nur um dann anschließend, ihr werdet es euch sicherlich denken können, die 8. Black Panther Serie zu starten, die aktuell auch noch läuft. Black Panther ist auf jeden Fall ein konstanter und relativ beliebter Marvel-Charakter. Aber wer agierte abseits von T'Challa und Shuri als Black Panther? 1 Million Jahre vor Christus gab es bereits einen Black Panther, der mit Lady Phoenix, Odin und Co. in Marvel Legacy einen Auftritt hatte und designtechnisch echt cool ausschaut. Der 2. Black Panther ist Bashenga gewesen und das war auch gleichzeitig der erste König Wakandas, der auch die erste Vibranium-Waffe schmiedete, das Schwert Skybreaker und den Speer von Bashenga. Sein Speer wurde schließlich zu einem Statussymbol des Königshauses von Wakanda. Während des 11. Jahrhunderts gehörte Neander zu den Helden jener Zeit, die Mitglied der 1000 Jahre nach Christus Version der Avengers wurden. Sie war zu der Zeit die Königin von Wakanda. Shanda oder auch König Azuri herrschte während des 2. Weltkrieges in Wakanda und ist der Vater von T'Chaka und Essian. Und auch er war natürlich ein Black Panther und ebenso seine 2 Söhne. T'Chaka, der Vater von T'Challa, war König von Wakanda und Black Panther, bis er dann von Ulysses Claw getötet wurde. Essian erschien das erste Mal 2005. Nach dem Tod seines Bruders kümmerte er sich um seinen Neffen T'Challa und bestieg vorübergehend den Thron von Wakanda, solange bis T'Challa halt erwachsen wird. Was die Ursprungsgeschichte etwas verändert hat, wie ihr sicherlich gelernt habt, war es anfangs eigentlich N'Baza gewesen. Anschließend wurde T'Challa Black Panther und nach ihm Killmonger, aber sein Auftritt als Black Panther war eher von kurzer Dauer, da er kein königliches Blut in sich hatte, versetzte ihn das wakandianische herzförmige Kraut in Koma. Und wie eben bereits erwähnt, war auch Shuri ein Black Panther. Aber was kann man eigentlich so als Black Panther und wie mächtig wird man denn so? Black Panther ist ein Amtsrang, damit ist man quasi der Häuptling von Wakanda. Das berechtigt einem, ein spezielles herzförmiges Kraut zu essen. Damit geht man eine Verbindung mit der wakandianischen Panthergöttin Bastet ein, das seine körperlichen Attribute auf ein absolut krankes Level bringt. Stärke, Geschwindigkeit, Ausdauer, scharfe Sinne, Regeneration, Beweglichkeit, Reflexe, alles wird auf das Maximum des menschlichen Potenzials gesteigert. Aber er ist auch ein meisterhafter Kampfkünstler, Akrobat, Erfinder, Taktiker und auch ein Scharfschütze. Nachdem er zum König der Toten gekrönt wurde, hat T'Challa die Macht, all das Wissen, die Stärke und jede Erfahrung aus jedem vorherigen Black Panther zu ziehen. Außerdem kann er auch Nekromantie, er kann das Kommando bzw. die Kontrolle über sämtliche Zombies und
Geister aus Necropolis übernehmen. Er lernt ebenfalls Waffen aus spiritueller Kraft herzustellen, zum Beispiel einen Speer aus ektoplasmischer Energie. Aufgrund seiner geschärften Sinne können ihn helle Lichter, Geräusche und starke Gerüche je nach Stärke überwältigen, was sich als Schwäche zeigte. Was natürlich auch wichtig ist, dass Wakandianer Zugriff auf Vibranium haben, das stärkste Metall, das jedes andere Metall durchschneiden kann, und Black Panthers Anzug ist ebenfalls aus Vibranium. Sein Anzug wurde dann mit den Jahren auch immer wieder optimiert und angepasst, beispielsweise mit vielen elektrischen Gadgets oder auch mit einem Energiedolch, und seit ein paar Jahren kann er auch kinetische Energie absorbieren und diese später dann wieder ausstoßen. Mit Black Panther und Wakanda hat Marvel etwas geschafft, worin DC Comics sehr stark ist. Sie haben ein eigenes kleines Universum innerhalb des Marvel-Universums geschaffen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr seid ein bisschen mehr gehypt auf den Film oder habt ihn schon gesehen und wollt euer Comic-Wissen nochmal etwas auffrischen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, eure Nerdcobra.